Hey, ich bin der Olli von One7 und wir haben in den letzten Wochen ein paar coole Trailbikes für euch getestet und heute zeigen wir euch das neue Mountrekker Race. Schauen wir uns erstmal die Geometrie und die Specs an. Wir haben vorne 150 mm Federweg, am Hinterbau 130. Und wenn ihr euch ein paar Jahre zurück erinnert, wäre in so einem Bike auf jeden Fall noch eine Fox 34 oder eine Pike drin gewesen. Und aktuell baut hier Mountrekker eine Fox 36 rein, was sicherlich auf der Abfahrt nochmal mehr Spaß macht. Der Lenkwinkel liegt bei 65,5 Grad, sodass das Front Center zumindest nicht mega extrem ausfällt. Und insgesamt trifft Mountrekker in meinen Augen hier ziemlich die Werte, die ich von einem modernen Trailbike erwarte. Beim Reach ist Mountrekker schon länger dafür bekannt, da recht hohe Werte anzunehmen. Mittlerweile haben da viele ein bisschen aufgeholt oder vielleicht hat sich Mountrekker auch mal ein bisschen gezügelt. Aber bei dem Rad muss man schon sagen, sind relativ lange Reach-Werte. Wir haben einen Reach bei S von 455 mm, bei XL von 515. Der L-Rahmen, wie wir jetzt hier haben, hat 495. Und wenn man auch wieder ein bisschen zurückschaut, Enduro in Größe L hatte teilweise einen Reach-Wert, den wir jetzt hier bei der Größe S haben. Nicht nur beim Reach geht Mountrekker ein bisschen seinen eigenen Weg, sondern auch beim Fahrwerk. Hier haben sie ihr eigenes Fahrwerksanalysesystem jetzt eingebaut, das heißt Mind. Und als erstes hilft es dir durch deinen Fahrwerkseinstellprozess mit Feedback, Vorgaben und nochmal Feedback zum Sag. Und wenn du damit fährst, wird das Ganze nochmal aufgezeichnet und du kannst danach auswerten, wie viel Travel du zum Beispiel genutzt hast oder wo du gesprungen bist. Was ich auch noch ein ganz cooles Detail finde, ist, der Flaschenhalter ist bei dem Rahmen ein bisschen nach unten versetzt. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Platz, der Flaschenhalter ist bündig und die große Flasche wird man ein bisschen leichter raus und rein bekommen. Jetzt kommt natürlich die viel interessantere Frage für euch, wie fühlt sich das Rad auf dem Trail an? Und wir hatten in den letzten Wochen Möglichkeit, das Rad zu testen und mehrere Kollegen bei uns sind das gefahren. Die sind auch auf verschiedenen Levels. Das sind ein paar Leute, die fahren erst seit ein, zwei Jahren Rad. Ein paar Leute fahren schon lange Enduro-Rennen oder Downhill-Rennen. Und insgesamt hat sich da schon ein sehr eindeutiges Urteil rauskristallisiert, nämlich dass der Mountrekker sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Was beim Losfahren sofort auffällt und dann auch beim Uphill noch mal mehr, das Rad läuft einfach sehr effizient. Es ist relativ leicht, es rollt gut, Hinterbau ist relativ antriebsneutral und vor allem, wenn man dann noch den Lockout-Switch benutzt, dann wird es quasi zum Hardtail. Für mich war es sogar so, dass es fast mit einem Down-Country-Bike oder einem, ja, ein bisschen schwereren Cross-Country-Bike mithalten kann. Für mich ehrlich gesagt war dann im Downhill schon eine relativ große Überraschung. Ich war vorher viel auf meinem Enduro gesessen und habe einfach erwartet, dass das Rad ja deutlich weniger kann. Es ging aber unheimlich schnell gut und ich habe mich schnell wohl gefühlt. Es ist einfach auch von der Geometrie, es fühlt sich sehr nah an einem Enduro an. Es schluckt sehr viel, alle waren sich einig, dass der Hinterbau sich nach mehr Federweg anfühlt und der lange Reach sorgt einfach dafür, dass bei hohen Geschwindigkeiten da sehr viel Ruhe im Rad ist und dass man auch im groben Gelände viel Kontrolle hat. Das Fahrverhalten ist natürlich bei den Reach-Werten keine große Überraschung. Man muss aber auch dazu sagen, das funktioniert am besten, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat oder wenn man einfach das Selbstbewusstsein hat, mehr die Front zu belasten. Also vielleicht ein Anfänger, der gerade erst anfängt und noch ein bisschen zögerlich fährt, der würde mit den langen Reach-Werten nicht so gut zurechtkommen. Da würde man wahrscheinlich eher empfehlen, eine Nummer kleiner zu nehmen. Das sind immer noch große Werte. Also das Rad braucht eine gewisse Führung und dann funktioniert es wirklich sehr gut. Was mir noch aufgefallen ist, dass es bei auch größeren Jumps einfach sehr stabil funktioniert. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auf die ersten paar Jumps bei der Testrunde losgefahren, habe gedacht, ich fahre da erstmal dran vorbei. Nach ein paar Sekunden war das schon vorbei und das fliegt wirklich sauber überall drüber. Auf die Frage, für wen das Rad was ist, würde ich sagen, zum einen natürlich für jemanden, der viel Enduro und Downhill fährt, aber gleichzeitig noch vielleicht als zweites Bike auch ein Rad haben will, mit dem er mehr Reichweite hat, wo es einfach schneller bergauf geht, mehr schneller vorankommt, ohne dass man jetzt sich im Downhill mega zurückhalten muss. Aber natürlich ist es auch für Leute, die diesen klassischen Allrounder, das Trailbike suchen, also auch wieder gut vorankommen, verschiedene Trails fahren, aber bergab auch fast ein Enduro zu haben, aber vielleicht nicht ganz die Sekundenjagd zu machen, wie man jetzt mit dem Race Enduro machen soll. Das Ganze hängt natürlich auch nochmal stark von der Reifenwahl ab. Mache ich da jetzt schwere Reifen drauf, irgendwie ein Double Down oder ein Super Gravity, dann kann es bergab natürlich nochmal mehr. Wenn ich sage, mir geht es eher um Höhenmeter machen und leichte Trails fahren, fahre ich vielleicht eher einen Exo-Reifen und dann muss man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen in der Abfahrt.
Das war's von uns zum Mondraker Race. Wie schon gesagt, haben wir noch andere coole Trailbikes für euch getestet. Und wenn ihr die Tests nicht verpassen wollt, dann abonniert direkt unseren Kanal.